Der Sorglos Talk. Ein Corporate Podcast von Sorglos Makler. Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sorglos Talks, dem Podcast, wo, ach Leute, ihr kennt das, ich stelle euch ein bisschen die Mitarbeiter vor, beziehungsweise heute eigentlich so den Mitarbeiter, also für mich ein bisschen, weil ich habe jetzt einen der Leute hier, die nie Zeit haben und die nie, ich würde nicht sagen kommen wollen, aber ja, die sind immer on fleek, weil sie ja ganz schön erfolgreich sind. Und muss ich jetzt einfach mal sagen, schön Sören, dass du den Weg zu mir mal gefunden hast. Ja, hallo Julian. Ich habe mir extra die Zeit genommen für dich, Julian, und natürlich auch für unsere Podcast-Leute, die gerne zuhören. Und der Sören ist in der Hinsicht besonders, wer uns auf Instagram ein bisschen folgt, der sieht, er ist hin und wieder mal so dieses nebensächliche Makler des Monats, also ein bisschen umsatzstärkster Makler. Und ich hatte auch schon die Ehre, mit ihm mal tatsächlich auf einem Dreh zu sein, wo ich sagen muss, das hast du echt gerockt, also Medienkompetenz hast du. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, stell dich auch medienkompetent gerne einmal vor. Wer bist du? Ja, super. Also ich bin Sören Beckers, bin schon relativ seit dem Anfang von Sorglos Makler mit dabei. Und was auch ganz wichtig, weil du sagst, medienaffin. Ursprünglich komme ich aus der Medienbranche, habe mal BWL studiert und ja, bin so zu Sorglos Makler gekommen. Okay. Jetzt haben wir schon diese Aussage, ich komme aus der Medienbranche, ich habe BWL studiert und jetzt bin ich Makler. Hä? Ja, genau. Ich kann da mal so ein bisschen Struktur reinbringen. Also wie gesagt, ursprünglich mal BWL studiert, war dann für einen großen Medienkonzern tätig und habe dadurch sozusagen auch den Weg zu Sorglos Makler gefunden oder erstmal nur zu Enrico. Mhm. Da gab es Sorglos Makler noch gar nicht und so haben wir uns persönlich kennengelernt und ja, das war erstmal grundsätzlich der Weg. Du bist so gesehen älter als die Firmengründung. Also in meinem, also ja. So kann man es auch sehen. Also es ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich, wie ich Enrico kennengelernt habe. Ich war damals auch für den Vertrieb von Online-Kampagnen zuständig. Und da hatten wir eine generelle Idee und da war Enrico, sage ich mal, noch so ein bisschen in den Anfängen und Sorglos Makler gab es nur als Enrico als Einzelperson sozusagen. Und dann habe ich Enrico in einem anderen Maklerbüro gesehen sozusagen. Da standen noch zwei andere Makler gemeinsam mit rum und dann bin ich in das Büro rein und habe gesagt, Mensch, ich habe ja was ganz, ganz Tolles, das ist für euch sicherlich interessant. Und so durfte ich Enrico erst was verkaufen. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und ja, so haben wir uns dann auch persönlich kennengelernt, ein bisschen Zeit miteinander verbracht und so war jetzt der ursprüngliche Weg. Und warst du dann auch im Gründungsprozess hier mit drin? Nee, im Gründungsprozess war ich nicht mit drin, aber Enrico hatte schon mal so ein bisschen gesagt, in welche Richtung es gehen könnte. Wir haben uns mal ausgetauscht. Ich war von dem Konzept, auch von dem, sage ich mal, jungen Unternehmen, dass es sehr digital ist, dass man selber Sachen mit einbringen kann, war ich total überzeugt. Und sage ich mal, als es bei meinem ursprünglichen Job etwas enger wurde, oder also enger kann man sagen, dass die Gebiete eigentlich größer werden sollten, die ich bedienen sollte und das monetär vielleicht nicht ganz so angepasst werden sollte, habe ich dann, sage ich mal, auf die ersten Offerten von Enrico dann irgendwann auch reagiert. Hat natürlich ein bisschen gedauert, aber ja. Gut, dann nochmal zurück zu dem redaktionellen Teil. Zu dem redaktionellen Teil. Genau, ich weiß ja, wo du früher warst, ist ja jetzt nicht egal, wo das war. Ja. Aber der Punkt daran ist, weiß nicht, ob ich mal erwähnt habe, Leute, aber ich habe ja Journalismus studiert und war ja auch schon im Bereich tätig. Und was sind die Überschneidungen oder was ist das, was du, sage ich mal, am vielleicht auch journalistischen einfach vielleicht vermisst oder geschätzt hast oder was du auch vielleicht hier wiederfindest? So. Ja gut, bei mir war es generell nicht so der journalistische Hintergrund, sondern wirklich Marketing. Ne? Und da gibt es natürlich hier unglaublich viele Schnittpunkte. Heißt, da hatte ich natürlich auch, sage ich mal, medientechnisch viele Inspirationen, die wir hier mit einbringen konnten. Ne? Und ich denke, das hat Sorglos Makler auch zu dem gemacht, was es heute ist. Mhm. Dass wir viele junge Leute haben, die viele Ideen mit einbringen, wo wir auch sagen, okay, wir beschäftigen uns schon damals mit Themen wie Retargeting und solchen Sachen, die jetzt, sage ich mal, standardmäßig vielleicht in der Immobilienbranche nicht so etabliert sind. Und natürlich auch, dass man sagt, man dreht Immobilienvideos, man nimmt die Drohne mit rein. Alles sowas, was heute vielleicht schon relativ standardisiert ist, aber einfach neue digitale Wege zu finden, auch zum Kunden und das auch über die sozialen Netzwerke irgendwo zu streuen. Und da hat mein ehemaliges Medienunternehmen, sage ich mal, da es natürlich auch sehr renommiert ist und, sage ich mal, auch führend, was viele innovative Wege angeht, sage ich mal, schon den Weg geebnet, dass ich auch manche Sachen mit herbringen konnte. Ja, würde mich mal interessieren, du bist ja schon, wie lange Makler?
Also seit dem Anbeginn hier offiziell sozusagen. Davor habe ich mich natürlich immer schon für Immobilien interessiert und habe mich da auch belesen, verschiedenen Investitionsstrategien und so weiter. Aber seit dem Anbeginn von Sorglos Makler kann man das schon sagen. Und könntest du dir vorstellen, das auch wirklich so bis zur Rente zu machen irgendwie? Definitiv. Natürlich entwickelt man sich immer irgendwo weiter und auch, sage ich mal, wir leben ganz gut, uns geht's gut als Makler, das ist ganz klar. Also man meckert auf hohem Niveau, gerade von außen betrachtet, obwohl es intern natürlich nochmal ein bisschen anders aussieht. Aber ich habe da schon meine eigenen Pläne, wie ich mich weiterentwickeln möchte, wie ich auch, sage ich mal, mich selber irgendwo erneuern möchte oder wo ich gerne hin möchte, auch gemeinsam mit meinem Team, das ist mir auch ganz wichtig und natürlich auch mit der Familie, das müssen wir alles so zusammen einhergehen. Ich glaube, so in der Grund, sage ich mal, in der Grundformation des Maklers vielleicht nicht, aber schon vielleicht auch in anderer Form, also noch als Teammitarbeiter weiter zu etablieren oder andere Konstrukte, von denen ich selber heute noch nicht weiß, dass es gibt, glaube ich. Du weißt, du bist dann eher so der Meister. Ja, sein Schüler war ja auch schon hier, der Jasmin, ne? Ja, genau, der war auch schon hier. Ja. Von Herrn Sören Beckers hat er gesprochen. Ja, von Herrn Sören Beckers. Ja, der kriegt auch jeden Morgen seine Agenda vorgelegt, die er den runterrattern muss und dann geht er zu meinem Schrein, predigt und dann ist gut. Ah, ja. Ne? Ja. Sören unser. So läuft das bei mir, ja. Gut, dann würde ich jetzt sagen, genug zu dir und noch mehr zu mir, beziehungsweise weniger von mir und noch mehr von dir. Wir haben hier noch ein paar Fragen, ihr kennt den ganzen Kram schon, vielleicht kommt aber noch mal die ein oder andere Geschichte noch dabei rum. Und ich würde einfach sagen, zweimal nochmal ziehen und legen mal los. Alles klar. So. Beziehungsweise aller guten Dinge sind ja eigentlich drei. Mhm. Muss man ja auch sagen. Was hast du da? Lieblingsgericht. Lieblingsgericht. Also es gibt natürlich ein Gericht, was bei uns in der Familie absoluten Sonderstatus hat. Das ist die Hochzeitssuppe von meiner Mutti. Mit Ei oder ohne? Mit Butterstich. Aha. Ja, natürlich auch mit Klößchen. Dann gibt es natürlich die Sachen, wo man sagen kann, möchte ich diese Grießklößchen drin haben oder nicht. Was ganz wichtig ist, ohne Möhrchen und ohne Erbsen. Ganz wichtig. Sonst ist es nämlich nicht diese richtig klassische Hochzeitssuppe. Und das ist bei uns tatsächlich Familiengericht. Meine Mutti muss eigentlich bei allen möglichen, Weihnachten und so weiter, immer einen Riesentopf und es wird sich praktisch immer drum geprügelt und wer auch dann die letzten Reste nochmal für die Feiertage mit nach Hause nehmen kann. Und die Hochzeitssuppe ist, glaube ich, so ein Ding. Jetzt könnte ich alle möglichen Sachen aufzählen, was ich super lecker finde, aber die Hochzeitssuppe von meiner Mutti ist unschlagbar. Ich glaube, es ist ja auch mal das Gericht, was einem, wenn man sagt, so Lieblingsgericht und dieses, was sofort in deinem Kopf kommt, ne? Ja, es kommt noch eine andere Sache dazu. Das ist auch meine Mutti, meine Tante, liebe Grüße, Tante Karin, geht es auch noch um den Käsekuchen. Ne? Käsekuchen ist auch so, und das ist Familienrezept und das wurde auch vor kurzem auch feierlich an meine Freundin weitergegeben. Oh, dann weißt du, es ist ernst. Jetzt könnte es wirklich ernst werden, ja. Ja, weil ja. Wir uns, als er dann in die Familien-WhatsApp-Gruppe durfte, also der Mann meiner Schwester, war dann so, okay, jetzt, offiziell auch wieder, jetzt kommst du nicht mehr raus. Jetzt bist du drin, kannst dich auch freuen und raus willst. Nee, danke. Nur noch eine Kiste, was? Ja. Gut, dann würde ich sagen, ziehst du noch mal. Okay. Stocki, entschuldige mir, dass ich da reinfasse. Ah, Stocki. So. So, was machst du in deiner Freizeit? Enrico, ich arbeite nur. Nein, Spaß. was mache ich in meiner Freizeit? Ich verbringe natürlich, wenn es geht, sehr viel Zeit mit der Familie, das ist klar. Wo ist deine Tochter, nachdem sie mich gesehen hat? Ja, also Jürgen ist auf jeden Fall, ich möchte sagen, babyaffin und Baby ist aber ihm gegenüber nicht ganz so dolle. Muss ja. man sagen. das liegt in seiner sehr, 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 sehr entspannten Ausstrahlung. Also müsst ihr wirklich sagen, sie hat einmal geweint und dann habe ich mir beim nächsten Mal gedacht, machst einen Riesenbogen um sie, keine Reaktion. In dem Moment, als ihr aufgefallen ist, wer da an ihr vorbeigeht, sofort die Tränen. Das gab's noch nie. Ja, also zu Hause kriegst du bei mir immer ein Bild von Julian, sage ich mal, Achtung, Achtung, Achtung. Und das, so mache ich das bei ganz vielen Dingen. Ich versuche, Sachen abzuwöhnen. Ach, du sagst dann also immer, hier sei brav. Sonst. Genau, so, das ist ja Lieblingszeigefinger, mal so der hier. Ja. Ne? Dann sehen wir sie. Also nur der Familienpapa und der Makler. Ja, also tatsächlich, ich habe darüber eigentlich viele, viele Interessen. Aber natürlich hat man auch eine gewisse Verantwortung für das Gesamte. Meine Frau und ich haben natürlich auch, sage ich mal, viele andere Tätigkeiten, die wir gemeinsam machen. Sport ist natürlich, ne, also ich habe ein bisschen zugelegt in letzter Zeit, aber Sport ist eigentlich auf der täglichen Wunsch-Hobbyliste. Ja. Was für Sport? Tatsächlich ins Fitnessstudio gehen, Fußball spielen, Squash habe ich eine Zeit lang gespielt. Aber tatsächlich in meiner Freizeit, wenn dann wirklich die Freizeit nochmal da ist, dann reise ich gerne mit meinem besten Kumpel, mache Abenteuerreisen.
springen aus dem Flugzeug, waren in Nepal, in Schottland, in Island und solche Sachen. Und das ist immer so für mich eigentlich auch Freizeit, sage ich mal, jetzt auch abseits der Familie, wo ich so ein bisschen die Energiespeicher wieder auflade. Und ja. Da würde ich gleich nochmal einhaken, so, wenn du sagst, also eigentlich zwei Sachen. Erstens, wie war das, aus einem Flugzeug zu springen? Der absolute Hammer. Also das war wirklich so, war auch so eine Phase, ich glaube, das war auch nachdem ich mein Makler des Jahres geworden bin, wo ich so sagte, okay, alles klar, wo willst du jetzt eigentlich hin? Wie kriegst du deine Motivation? Ja, wie kriegst du deine Motivation wieder her? Und da haben wir uns beide entschlossen und gesagt, okay, wir haben uns auch mal so eine Bucketlist aufgeschrieben, was wir irgendwie mal machen wollen, wo echt verrückte Dinge draufstehen. Und da war einer der ersten Punkte, wir wollen gerne erstmal tandemmäßig aus dem Flugzeug springen und hatten uns dann aber gleich die Agenda gesetzt, Mensch, nicht diesen 4000 Meter Sprung, sondern 6000 Meter. Und das ging in Deutschland ja nicht. Und dann sind wir nach Tschechien gefahren und sind aus 6000 Meter so mit Sauerstoff. Und das bräuchte ich auch danach. Also jedem, der überlegt, sowas mal zu tun, ich glaube, du auch, ne? Ja. Du hast es gehört, ne? Bevor ich 30 bin, muss das noch passieren. Ich kann jedem nur empfehlen, das mal zu tun. In der ganzen Diversität der Gefühle, die man im Leben so erleben kann, ist das eins der schönsten, mit 200 km/h auf die Welt zuzufliegen, weil man tatsächlich auch keine Angst hat. Also jeden, der Höhenangst hat, ich habe Höhenangst, die fängt bei mir bei 5 Metern an, die ist bei so einem Sprung einfach nicht, es ist existent, weil dein Körper praktisch diese einzelnen Flächen nicht erkennt, nicht zuordnen kann. Und deswegen kannst du nicht sagen, okay, ich sehe den Boden, wenn ich runterfalle, habe ich den Schmerz. Das ist ja auch, sage ich mal, schwer greifbar zu verstehen, dass diese grüne Fläche eine Wiese ist. Korrekt, absolut. Und was war der, sage ich mal, beeindruckendste oder prägendste Ort, wo du mal auf einer Reise warst? Da gab es ganz, ganz viele. Also wenn ich jetzt mal mit meinem besten Kumpel Andy, liebe Grüße, betrachte, waren wir zum Beispiel in Nepal. Das war sehr, sehr beeindruckend. Da gab es auch viele Orte, wo dann da zum Beispiel auch verstorbene Angehörige verabschiedet werden, die dann dort so gereinigt werden, dann in den Fluss gereinigt werden. Also was für uns, sage ich mal, Mitteleuropäer irgendwie ganz, ganz schwer zu begreifen ist, verständlich ist. Dann gibt es aber auch Schottland, wo ich finde, die Menschen sind unglaublich, unglaublich freundlich, freigebig. Also kann man nicht sagen, es gibt da viele Inspirationen. Manchmal sind es gar nicht so die Orte, sondern auch die Menschen und die Emotionen, die man so mit diesen einzelnen Orten verbindet. Und da erinnere ich mich in Schottland immer nur daran, dass uns Geld gegeben wurde, damit wir mit dem Bus mitfahren können, weil wir kein Bargeld mehr hatten. Wir sind ohne Zelt, ohne irgendwas nach Schottland und wollten einfach gucken, was passiert tatsächlich. Das sollte so das reinste Erlebnis sein. Also, wie lange? 5 Tage habe ich von meiner Frau bekommen. Oh. Du hast 5 Tage für Selbstverwirklichung. 5 Tage, aber wir konnten es schon mal strecken. In Nepal waren es, glaube ich, 7 Tage. Nein, also es reicht auch wirklich aus, dass man sagt, man inspiriert sich, man guckt, was kommt. Man hat keine Planung, ganz bewusst, so einfach zu schauen, was passiert denn da jetzt. Und diese alltägliche Planung wirklich mal außen vor zu lassen und so dieses reine Gefühl zu erleben, was da kommt. Auch mal zu sagen, ich habe jetzt kein Geld, was mache ich jetzt? Ne? Und das ist, ja, das ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant und kann ich nur jedem empfehlen. Tja, einfach mal ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Ist das Schönste, was man machen kann im Leben, definitiv. Ja, Bequemlichkeit ist das Schlimmste für deine Weiterentwicklung auf Dauer. Absolut. Kann ich bloß jedem empfehlen, nicht nur zu reflektieren, sondern auch bewusst Sachen zu machen, wo man keine Ahnung hat, wo man Angst vor hat. Kann ich übrigens ein gutes Buch empfehlen von Osho, Mut. Ja, das gerne mal lesen. Mich auch dazu inspiriert. Und ja. War der Fallschirmsprung eine Sache, bevor du große Angst hattest? Davor irgendwie schon. Also große Angst kann ich nicht sagen. Es ist so, diese Fahrt dorthin hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Und du hast natürlich viele Sachen, die dir durch den Kopf gehen, was passieren könnte und so weiter. Ne? Du legst so diese Weste an, da steht noch riesengroß hinten drauf, so Warning, Achtung, Tod und alle möglichen Sachen. Du sitzt in dem Flugzeug drin und vor dir sitzen Leute, die, keine Ahnung, alle möglichen Massakriersprüche auf ihren Helmen haben, die dir dann noch so durchliest und denkst, okay, das war's jetzt auf jeden Fall. Also das ist schon, also es ist wirklich... Was waren Sprüche? Da stand so drauf, ich hatte schon 3 Leben oder so und sowas. Und nur so, die liest du dir halt durch, indem du da sitzt, ne? Du sitzt auf dem Hosenboden, liest dir die ganzen Sachen durch. Das nimmt dich schon mit, aber hinterher sagst du, das Gefühl möchte ich nie wieder missen und ich will es eigentlich nochmal haben. Das ist unbeschreiblich. Das erinnert mich ein bisschen so, ich habe mal einen sehr kritischen Skiunfall überstanden. Okay. Also ich bin mal auf einer Skipiste oben, die war vollkommen vereist, hat es mich umgehauen. Und vor mir ist noch ein Kollege gefallen, der noch viel, viel besser fahren konnte als ich. Der war sogar, sag ich mal, halb Jahre Skilehrer. Mhm. Und
ich habe ihn halt nicht stürzen sehen, ich habe ihn nur über den Hügel fahren sehen, hinterher, und mich hat es komplett rot die Meter, und ich bin, glaube ich, so 500 Meter. Oh, diese Piste, die war schwarz, also das müsst ihr wissen, ganz steil runtergeballert, und unten war eine Kurve. Und danach ging es dann komplett gerade runter. Okay. Und ich weiß noch genau, er kam ein bisschen zum Stehen und ist halt aus dem Weg gesprungen, aber ich bin halt ein bisschen schwerer als er, also ging es für mich noch weiter. Ja. Und ich habe auch so Panzerung und so. Und meine größte Angst war irgendwann an den Schmerz, gewöhnst du dich, aber dieses Anhalten. Ja. Und ich bin wirklich so 3-4 Meter von dieser Kurve dann hängen geblieben. Und das war der größte Adrenalinrausch meines Lebens. Richtig. Aber jetzt guckst du darauf zurück, dann erinnerst dich nicht an den Schrecken, sondern nur an das Gefühl, was geblieben ist, oder? Das ist eine super Party-Story bis heute. Oder? Muss ich gerade sagen? Ich würde auch, es ist auch nicht so, dass ich jetzt eine negative Einstellung zu Skifahren habe, ich bin fast draufgegangen, aber sonst? Ja, das ist übrigens der Titel von Julia ins Podcast-Folge, ne? Hey. Fast draufgegangen beim Skifahren, schwarze Piste und so. Ja, mal gucken. Gut, ein letztes Mal. Ja. Vielleicht entwickelt sich ja noch eine geile neue Thematik. So, warte. Oder es ist sowas Langweiliges wie Pizza oder Döner. Wer hat eigentlich diese Fragen geschrieben? Keine Ahnung. Ja. So, das war ich. Lieber Winter oder Sommer und warum? Das ist fast genauso schlimm. Ne, also die ist jetzt wirklich das erste Mal, Frage, das ist Premiere. Nein. Winter, Herbst liebe ich über alles. Ich bin nicht so der Sommer, Frühling lasse ich noch durchgehen. Aber ich bin tatsächlich so der Herbst- und Winterfreund. Mhm. Ich mag das Gemütliche, ich mag das Vielseitige, ich mag auch die Kleidung, sage ich mal, deutlich mehr irgendwie so als das Sommerliche, kann ich gar nicht sagen. Und ich mag auch so die Gemütlichkeit, Weihnachten, alles, was so dazugehört, Halloween, das sind einfach Sachen, wo ich mich mehr sehe und auch, sage ich mal, ein Stück weit ruhiger werde. Im Sommer fühlt man sich manchmal so getrieben, alle müssen raus, also muss man das auch, ob man das eigentlich will oder nicht. Es sind 30 Grad, aber die Sonne scheint. Richtig, und die globale Erderwärmung wird den Sommer sowieso etwas mehr strecken, sage ich mal, und dementsprechend freue ich mich auf den Winter. Ah, ja, na, Winter ist ja auch Skifahren. Liebe Skifahren, genau, freue ich mich auch drauf. Weihnachtsmärkte. Ja, also du sagst es, das sind alles so Sachen, wo ich einfach sage, da habe ich Bock drauf, ich mag die Gemütlichkeit, das Zusammensein auch mit der Familie, was man dann hat, wo man einfach Gefühl auch so den Alltag ein bisschen mehr entschleunigen kann, als wenn man im Sommer irgendwo zwischen 0 und 50 Leuten liegt. Das ist wohl wahr. Tja, und jetzt sind wir tatsächlich schon wieder am Ende. Die 3 Fragen sind durch und unser sehr langes Gespräch. Ich glaube, das könnte eine der längsten Folgen sein. Ich linse mal auf die Uhr. Luis, es tut mir leid. Ja. Uiuiuiui. Ja. Also knapp über oder an Luis. Auf jeden Fall. Ja. Ja, schön, dass du da warst. Ich glaube, da konntet ihr auch eine Menge mitnehmen aus der Folge mal. Und ja, falls ihr Fragen an Sören habt, dann schreibt uns gerne natürlich auf Instagram und Facebook und Co., wo man uns natürlich folgen kann. Die Sorglosmakler natürlich auf YouTube abonnieren, Spotify Kommentar da lassen und eine 5-Sterne-Bewertung wäre richtig, richtig, wie mein Kumpel immer sagt, Premium. In dem Sinne, Leute, ciao. Ciao.